erster Gang wäre jetzt krass. Erster Gang, ey, dann explodiert doch der Motor, oder? Gar nichts. Hä? Guck mal, ich bin im ersten Gang. Nein, 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 bitte nicht. Verdammte Scheiße! Wo hat der Bre dreckiges Warndreieck? Der hat sogar Reserverad, geil. Der Bre hat kein Warndreieck. Ja, Warndreieck! Ich hoffe, wir haben Dreieck gefunden. Wie viel Meter? Wie viel Meter, Leute? 100? Bro, keine Ahnung, wie war das nochmal in der Fahrschule? Digga, ich hab's vergessen. Ja, so müsste reichen. Bro, ich hab sowas noch nie, aufgebaut. Bruder. Bruder. So, Bro. So, passt, passt. Jetzt sind die Leute gewarnt, gemahnt, geschahnt. Hallo? Verdammte Scheiße, wo? Mein Kontakt, Alter, schläft. Was ist los? Mein Kontakt ist noch am Schlafen, hallo? Ah? Du musst mich abholen, das Auto ist Schrott. Ja, das ist Auto. Ich habe das Auto komplett Schrott gemacht. Alles am Arsch. Wo bist du denn? Ich bin auf der 661 Richtung Darmstadt. Richtung Darmstadt? Ja, genau, genau. Ich warte hier auf dich. Ich rufe jetzt den ADAC. Oberthausen oder was? 661. Autobahn 661. Ja, aber welche Richtung? Es gibt 661 nach Bad Homburg oder Richtung? Andere, 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 andere. Okay, bis gleich. Andere. ADAC, ADAC-Karte. Oder soll ich nochmal versuchen? Komm, ich versuch's noch einmal. Einmal noch. Okay, der geht so schön an, das ist so schade. Bro, alle Gänge sind gebumst, alle! Das ist Scheiße! Das fuckt so ab! Alter, ich hab einen Splitter im Auge. Alter, ich hab einen Scheißsplitter im Auge. Oh mein Gott. Boah. Ich hab Glück, dass es nicht in die Pupille geflogen ist. Deswegen dreckige Schutzbrille anziehen. Ich bin so behindert. ADAC anrufen. ADAC. ADAC-Karte. Alle Leitungen belegt. Klar, am Samstag. Warte mal. Letztes Mal habe ich doch diese andere Nummer hier angerufen. Ja, hallo. Und zwar, ich habe eine Panne und stehe auf der Autobahn. Nee, das ist kein Ford Ka. Der Ford Ka wurde schon abgeschleppt beim letzten Mal. Das ist ein Fiat Seicento. Bitte? Kennzeichen ist ERB, also Erbach, Paula Anton 241. Das soll auch zum nächsten Schrottplatz gefahren werden am besten. Die 661 Richtung Egelsbach. Genau, ich stehe dazwischen. Zwischen der Ausfahrt und Luisenburg-Ausfahrt. Genau. Was für ein Heckmeck wieder, Junge. Was für ein dreckiger Hecki-Mecki-Mec-Feck. Hallo? Hallo? Ja? Ich hab die Autoschlüssel nicht gefunden. Oh, ja, hast du die gefunden jetzt? Ja, ich hab jetzt eins gefunden. Was? Ja, der ist bei mir, der andere. Wenn du hier angekommen bist, stell dich vor mich und komm sofort hinter die Leitplanke, okay? Ja, Leute, ich habe jetzt alles geregelt. ADAC kommt, schleppt mich ab und das Auto geht direkt zum nächsten Schrottplatz, Alter. Was soll ich euch sagen, Alter? Ich muss jetzt schauen, was ich mache, Alter. Einfach Kupplung. Dreck! Auf jeden Fall, ja, dann werde ich abgeholt. Ich werde meine Sachen umladen. Und dann, wenn der ADAC, nochmal hier ist, dann zeige ich euch nochmal, wie das Auto weggefahren wird. Und wir machen danach noch eine Compilation, denke ich mal, mit wieder Musikuntermalung. Wie schön das war. Das war, glaube ich, die kürzeste Zeit, die ich jemals mit einem Kfz, mit einem Drecksauto hatte. Ich muss eigentlich die Warnblinkanlage anmachen. Erstmal Warnblinkanlage anmachen, die dreckige Scheiße hier. Ey, wieso hat er hier keine Warnweste? Das ist gar nicht gut. Warnblinkanlage funktioniert auch nicht. Funktioniert einfach nicht. Scheiß drauf. Die Frau vom ADAC-Dienst hat gesagt, Warnweste. Warnweste unbedingt anziehen. Ja, Warnweste ist hier. Läuft. Hätte ich mal früher machen müssen, habe ich vergessen. Scheiße. Aber jetzt sind wir gesaved. Junge, was für ein Abenteuer war wieder hier. Aber wirklich, jetzt mal Real Talk, ohne Scheiß, sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Ich hatte so viel vor mit diesem Drecksauto, mit diesem Fiat Ferrari Pizza Salami. Aber leider habe ich wieder auf euch Dreckskeks gehört und habe bei 100 km/h kurz mal in den ersten Gang geschaltet. Und Bruder, das Auto ist futsch. Einfach bam, geh, geh. Okay, wie machen wir das jetzt? Wir machen das so. Kurz überlegen. Mein Abholdienst kommt. Wie gerne würde ich das Fahrzeug jetzt weiter demolieren? Leider sehr, sehr gefährlich hier auf der Autobahn. Können wir nicht machen. Aber ich mache die Kamera wieder an, wenn der Abschleppdienst wieder da ist. Ja. Ja. Ah. Bis gleich. Bis gleich. ADAC ist da. Soll ich Golf... Hab ich gerade mit dir telefoniert? Ja, du hast mit mir telefoniert. Soll ich den Golf wegfahren oder... Ja, natürlich.
wohin? Wohin jetzt? Wohin mit dem Golf? Scheiße, der hat mir nichts gesagt. Soll ich, ich fahr vor. Ich fahr vor? Nee, ich fahr nicht vor. Ich fahr hinter dem Chiki Mickey Vento. Schnell, 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 schnell. Das ist gefährlich hier, ich sag euch. Oh, scheiß Spiegel. Digga, da geht der. Da geht jetzt der Fiat Ferrari Pizza Salami weg. Einfach weg. Was ist das hier? Dritter oder vierter Part? Einfach weg. Muss ich aussteigen? Ja, ich muss aussteigen. Das ist gefährlich. Bruder, ich bin in Lebensgefahr hier. Mal sehen, wie er das jetzt hier macht. Der professionelle ADAC. Bruder, ich gehe mal kurz vor. Ah, der steigt aus, der steigt aus, der steigt aus. Bitte? Schrottplatz. Direkt Schrottplatz. Ich bin 100 km/h gefahren und hab aus Versehen in den ersten Gang geschaltet. Motor ist fast explodiert. Erster Gang wäre jetzt krass. Erster Gang, ey, dann explodiert doch der Motor, oder? Ich guck mal. Oh, ich hab ihn reinbekommen. Ich habe einen YouTube-Kanal, deswegen diese Kamera. Ist es ein Problem für dich, wenn ich dich zeige? Alles gut, ja. Top. Karte brauchst du auch? Ja. Karte gebe ich dir auch. Warte, hier hast du Brief, Schein, alles da. Und Karte. Karte habe ich hier. Soll ich das Warndreieck holen? Ja. Wollen wir das Warndreieck? Ja. Gottverdammte Scheiße, Alter. Anstatt es mehr Parts werden, werden es immer weniger Parts. Komm her, du dreckiges Dreikreieck, Mreieck, Schreieck, Fleieck. Oh, vielleicht repariert er das noch. Stellt euch mal vor, er repariert. Du musst den Schlüssel mitnehmen oder musst du mit denen reden bei Schrottplatz? Wieso? Dann musst du doch Auto bei Schrottplatz abgeben. Ja? Wir machen doch keine Dings, Ausgabe zum Schrottplatz. Ah. Vielleicht brauchst du was bezahlen für Schrottplatz. Ach so. Wo ist der Schrottplatz? Offenbar. Ja, okay, dann fahre ich dir hinterher mit dem Golf. Gut. Alles klar, machen wir. Vielleicht kriegst du noch Geld. Kann sein. Ja, das wär's noch, Alter, wenn ich jetzt noch dafür Kohle bekomme. Bruder, das schaffst du nicht, Junge. Da ist alles kaputt. Geht nicht. Schieben. 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 Noch mehr nach hinten. Mein Golf. Mein Drecksgolf. Achtung. Pass auf. Boah, Bro, Alter. Ich, nicht, dass ich mich hier umbringe. Boah. Hast du den Kofferraum denn? Ah, ja, 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 ja. Verstehe, verstehe, verstehe. Chavos, Chayas, ich glaube, ich muss mir so ein Teil holen. Ist ja geil. Junge, da kann ich überall mit den Autos hin. What the fuck? Gefällt mir sehr gut. Warte mal, ich gehe mal hier rüber, nicht, dass ich hier noch sterbe. Da geht der hin, der Fiat. Ferrari, Pizza, Salami, hau rein. Wir sehen uns nie wieder. Du hast echt lange ausgehalten, Bro. Echt lang, Respekt. Ein kleiner Kuss noch, ein kleiner Kuss. Mach's gut. Ich glaube, ich habe Aggressionsprobleme. Kann das sein?